Herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von mir zu einem Buch und ich kann es gar nicht abwarten, es euch vorzustellen. Es wird euch auch weghauen, denke ich. Bin mir ziemlich sicher, dass es 95% von meinen Zuschauern, also von euch, dass dieses Buch einen weghauen wird. Als allererstes zum Anfang. Ich sitze hier ganz entspannt und gemütlich. Es ist 9:50 Uhr morgens. Es brennt ein Kerzchen in meiner Küche. Und das ist Kitchen Spice. Das brennt bei mir schon seit heute Morgen um 6. Denn ich bin seit heute Morgen um 6 wach, denn ich wollte mich eigentlich fürs Joggen vorbereiten. Leider hat wetter.de mich angelogen und die Sonne scheint heute wahrscheinlich nur aus dem Arsch von wetter.de. Aber nicht hier in Berlin, entschuldigt. Und deswegen konnte ich jetzt nicht joggen gehen. Es soll auch heute eigentlich nicht regnen, aber es sieht verdammt nach Regen aus. Aber laut wetter.de soll es nun morgen sonnig sein, auch schon früh. Ich stehe also morgen wieder um 6 auf. Ist jemand morgen früh noch um 6 mit mir wach? Herzlich willkommen im Club. Und ich habe mir die Haare gefärbt, eben gerade extra für euch. Nein, es sah wirklich schon schlimm aus. Ich habe ja sonst immer intensiv rot gefärbt. Das war die Farbe, die mir dann immer auf den Pullover tropfte, wenn ich geschwitzt habe im Sommer. Jetzt habe ich mich umentschieden. Ich wollte eigentlich ein richtiges Braun. Das habe ich mich aber nicht getraut, weil ich Angst hatte, ich wäre dann wieder sehr, sehr blass. Und ihr seht es jetzt nicht im Licht, sieht sehr braun aus. Falls wieder einer fragt, ich bin ja Haarfarbe. Es ist ein Braun mit einem Rotstich. Und die ganze Farbe heißt Edelmahagoni von Brilliance Intensiv Color. Und es soll im Licht, was jetzt nicht da ist, einen Rotstich haben. Hat es auch, ich habe es im Bad gesehen. Es ist aber hauptsächlich braun und ich muss sagen, mir gefällt braun mal wieder. Auch wenn ich dann blasser wirke, aber es gefällt mir mal wieder ganz gut. Und da muss man halt ein bisschen mehr Rouge auflegen. Habe ich jetzt aber heute auch nicht gemacht. Kommen wir also jetzt zu dem Buch. Ihr seht es ja schon oben, um welches Buch es geht. Wir haben ja alle Chevy Stevens' Still Missing, kein Entkommen gelesen. Und ich war ja von dem Buch total begeistert. Ich hatte euch in der Videorezension ganz offen und ehrlich gesagt, das Buch ist bis zur Hälfte spitzenmäßig. Dann gibt es echt über Seiten lang ein absolutes Tief. Und dann zum Ende hin zieht es einen wieder hoch und es wird wieder spannend. Ich fand es toll. Vielen von euch hat es leider nicht so gefallen. Die konnten sich damit nicht so anfreunden wie ich. Habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Tut mir ein bisschen leid, aber das war halt meine Meinung in dem Video. Ich fand das Buch gut. Allen anderen, also einigen von euch hat es nicht gefallen. Sarah Story zum Beispiel war total enttäuscht und da war ich ein bisschen gekränkt, als ich deine Meinung zu dem Buch gehört habe, weil ich so dachte, so schlecht war es doch gar nicht. Du hast es ja auch noch gar nicht zu Ende gelesen. Möchte ich dich auch nicht zwingen dazu, wenn es bis dahin, wo du gelesen hast, schon nicht dein Fall war. Nun ist das zweite Buch von Chevy Stevens rausgekommen, Never Knowing, Endlose Angst. Und was stellen wir fest? Die Cover sehen sich sehr, sehr ähnlich. Ich kann euch aber sagen, dass Endlose Angst, Never Knowing, hat nichts mit Still Missing zu tun. Ich dachte auch zuerst, es hätte was mit Still Missing zu tun. Dachte ich sogar die ersten 60 Seiten lang, bis ich dann irgendwann Still Missing mal rausgekramt habe, weil irgendwie habe ich immer gedacht, warum redet da keiner von der Entführung aus Still Missing? Und dann habe ich nochmal bei Still Missing reingeblättert, so wie die ganzen Personen da heißen und so. Und dann musste ich echt feststellen, dass die beiden Bücher nichts miteinander zu tun haben. Und ich habe mich die ersten 60 Seiten echt immer gewundert, da redet kein Mensch mehr von der Entführung, was da passiert ist. Und warum hat die auf einmal ein 6-jähriges Kind? Das war doch im ersten Teil nicht so. Naja, zum Glück ein ganz eigenes Buch für sich. Nur leider vom Fischer Verlag vielleicht ein doofes Cover gewählt, denn sie ähneln sich halt sehr. Und man könnte schnell den Verdacht bekommen, dass die beiden Bücher zusammengehören. Tun sie aber nicht. Mein nächstes Kommentar. Dieses Buch ist nicht mal so gut, nicht annähernd so gut wie das hier. Das ist 500 Mal besser als Still Missing. Total klasse. Ich möchte euch nicht vorlesen, was hier hinten steht, vielleicht zum Ende hin. Ich erzähle euch lieber mit meinen eigenen Worten, worum es in Never Knowing gibt. Ich bin nämlich so euphorisch und ich werde nicht spoilern, das ist ja ganz klar, das tue ich ja nie. Und alles, was ich erzähle, verrät euch auch nichts von der Geschichte. Also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr jetzt das Gefühl bekommt, ich erzähle zu viel.
Hört ruhig hin. Es ist alles, was ich euch jetzt erzähle, passiert am Anfang der Geschichte. Dieses Buch hat 488 Seiten und bitte, bitte glaubt mir. Auch wenn ihr wirklich jetzt, ich wette, weil ich habe dieses Video drehen jetzt hier, was ich sage in diesem Video, habe ich tausendmal geprobt und ich habe immer das Gefühl gehabt, Steffi, du verrätst viel zu viel. Und dann habe ich mal gedacht, nee, weil das, was ich jetzt gerade verrate, das passiert auf den ersten 100 Seiten und das ist überhaupt nichts verraten, weil danach geht es erst los. Also, ihr könnt ganz entspannt mit eurer Tasse Tee mir jetzt zuhören. Es geht also in diesem Buch um die Anfang, Mitte 30, ich glaube 35 ist sie, die 35-jährige Sarah. Sarah ist eine junge Frau, wie gesagt, mit einem sechsjährigen Kind. Dieses Kind heißt Ellie und ist seit einigen Jahren zusammen mit Evan. Evan ist aber nicht der leibliche Vater von Ellie. Sarah und Evan planen nun ihre Hochzeit und wollen heiraten. Und wie das halt so bei Frauen ist, wenn sie heiraten, sie werden ganz melodramatisch und das wird alles so. Sie möchte, weil sie adoptiert worden ist, zu ihrer Hochzeit wenigstens vorher einmal ihre leiblichen Eltern kennenlernen. Ich beschlage. Ist das nicht schön? Der Nebel des Grauens. Was muss ich machen, damit das hier? Ich bräuchte so ein Paravent oder sowas. Naja, möchte sie halt jetzt zu ihrer Hochzeit ihre richtige Familie kennenlernen, ihre leiblichen Eltern, wo sie herkommt. Und sie begibt sich dann auf die Suche. Sie findet ziemlich schnell ihre Mutter wieder. Sie ist Dozentin an einer Universität in Kanada, irgendwo anders. Ein bisschen weiter weg von ihrer leiblichen Tochter. Und da muss aber leider Sarah feststellen, dass da keinerlei Interesse besteht, sie kennenzulernen. Also Sarah fährt dorthin an diese Uni, setzt sich in eine Lesung rein. Die Frau haut ihr die Tür vor der Nase zu, sagt, sie soll sie in Ruhe lassen. Wenn sie anruft, legt die Mutter auf und sagt ihr nur, sie dürfen mich nicht anrufen, sie hätten mich gar nicht finden dürfen, ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Da steckt Sarah noch recht gelassen weg, weil sie denkt sich, na okay, sie wird schon einen Grund gehabt haben, warum sie mich weggegeben hat und das ist ihr jetzt vielleicht alles zu viel, vielleicht in ein paar Jahren nochmal und so. Sie möchte nun aber ihren Vater kennenlernen und heuert einen Privatdetektiv an, ihren Vater zu finden. Der macht seinen Job ziemlich gut, findet ziemlich schnell den Vater von ihr, beziehungsweise findet heraus, dass die Mutter von Sarah, die leibliche, eigentlich mal anders hieß. Und dass sie sich hat umbenennen lassen von wegen Zeugenschutzprogramm oder irgendwie sowas. Neuer Name, neue Heimat, neuer Stammbaum, also irgendwie alles neu. Und der findet aber raus, dass sie früher mal anders hieß. Und findet dabei heraus, dass Sarahs Vater der gesuchte Campsite-Killer, ein Serienmörder ist, der vor über 30 Jahren immer im Sommer gemordet hat, auf Campingplätzen junge Frauen und junge Männer getötet und misshandelt hat. Diese Nachricht ist für Sarah natürlich schockierend. Ich meine, wer wünscht sich schon einen Serientäter als Vater, ne? Ihre leibliche Mutter war das einzige überlebende Opfer, die schwanger war dann von dem Serienmörder und Sarah geboren hat. Und sofort nach der Geburt zur Adoption freigegeben hat. Sarah ist geschockt, es bricht eine Welt für sie zusammen. Das Blut eines Serienmörders in ihrem Körper fließt und dass das alles so Wirklichkeit ist. Sie kann es nicht glauben und sie kann auch nicht glauben, dass es alles noch schlimmer wird. Doch das wird es. Denn am nächsten Tag sind die Medien, das Internet, das Fernsehen, alles ist voll mit der Nachricht, einzig überlebendes Opfer des Capeside-Killers entdeckt. Sie lebte getarnt als so und so in bla 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 und arbeitet als Dozentin an der Uni und war schwanger vom Capeside-Killer, hat ein Mädchen geboren, die heißt Sarah, schieß mich tot und lebt da und da. Und Sarah bekommt natürlich Panik. Oh Scheiße, jetzt ist sie in Gefahr, weil der lebt ja noch, der Capeside-Killer. Ihre leibliche Mutter ist in Gefahr. Vielleicht sogar die ganze Familie von Sarah ist in Gefahr. Weiß man, was in so einem kranken Kopf vorgeht? Und sie heuern Anwälte an, die es schaffen, dass alles irgendwie rauskommt aus den Medien. Nichts mehr im Internet zu finden ist, keine Nachrichten mehr davon berichten und nichts. Und Sarah ist ein wenig beruhigter. Es gibt natürlich so Trittbrettfahrer, die dann anrufen und sich als ihren Vater ausgeben und
Ja, es ist natürlich schon irgendwie Stress und Terror, ne? Und eines Tages passiert das, was wir jetzt schon ahnen. Ihr leiblicher Vater ruft sie an. Zuerst glaubt keiner, dass es der leibliche Vater ist, bis er eine kleine Sache erwähnt, damals von dem Überfall auf ihre Mutter. Und durch diese Sache enttarnt er sich natürlich und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass ihr Vater der Cape Side Killer ist und sie angerufen hat. Ab da an, ja, also das ist jetzt, es klang jetzt viel, ich habe jetzt lange gequatscht, aber war nicht viel. Ab da an ist dieses Buch ein absoluter Page-Turner für mich gewesen. Du hast die ganze Zeit darauf hingefiebert, dass dieser Mann wieder anruft, sich wieder meldet. Was will er von ihr? Was fordert er? Wie tickt der Typ überhaupt? Warum hat er so viele Menschen umgebracht? Was will er jetzt von Sarah? Will er sie vielleicht bedrohen? Will er sie auch umbringen? Kann Sarah ihre Familie schützen vor diesem Mann? Denn er weiß ja nicht, dass sie verheiratet ist, fast, dass sie ein Kind hat. Das wurde in den Medien nicht breitgetreten. Aber er weiß, wo sie wohnt und wo sie arbeitet. Er hat ihre Telefonnummer. Er kann sie nachts überfallen, töten, umbringen. Was will dieser Mann? So viele Fragen, die man hat. Und man denkt immer, oh, bitte ruf jetzt wieder an, ruf wieder an, bitte, bitte, bitte. Und jetzt denken vielleicht einige von euch das, was ich auch gedacht habe, als es dann losging. Am Anfang waren natürlich sehr viele Telefonanrufe. Man hat gedacht, so, oh cool. Und irgendwann dachte ich so, naja, das wird wohl nicht die ganzen nächsten 380 Seiten durchhalten. Das Buch hat 488 Seiten. Und nachdem ich so den ersten Schwung gelesen hatte, dachte ich so, naja, das kann ja jetzt nicht die ganze Zeit. Also es wäre schön, wenn es die ganze Zeit so weitergeht. Und es ging die ganze Zeit so weiter. In dem ganzen Buch ruft der Mann gefühlte 30 Mal an. Und das ist Hochspannung pur. Immer wenn da stand in dem Buch, und plötzlich klingelte das Telefon. Hatte ich das Gefühl, es ist bei mir hier mucksmäuschenstill. Ich habe ganz flach geatmet, damit ich sie nicht störe beim Telefonat mit ihrem Vater, weil er ja nicht wissen darf, dass sie mit anderen Leuten darüber gesprochen hat. Und sie muss ja jederzeit ans Telefon, wenn er anruft. Denn wenn sie nicht ans Telefon geht, tötet er eine junge Frau. Deswegen war ich immer ganz leise, wenn das Telefon im Buch geklingelt hat. Aber ich war voll drin. Ich fand das so spannend. Das war so, so spannend. Und das ging. Ich hätte es nicht gedacht, dass ein Buch, was hauptsächlich durch Telefonanrufe oder aufgrund von Telefonanrufen oder durch Telefonanrufe oder so besteht. Auf Telefonanrufe besteht. Ist doch scheißegal. Also das ganze Buch ist voll mit Telefonanrufen und ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Buch mal so toll finde. Basta. Ich habe immer gedacht, das muss doch jetzt mal aufhören. Jetzt muss doch mal was kommen. Jetzt muss doch mal. Also es erinnerte mich an diesen Film mit Ryan Reynolds, wo der lebendig begraben ist. So ein recht neuer Film. Buried oder wie der hieß oder so. Keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. Da habe ich auch immer gedacht, da muss doch mal was anderes kommen. Das kann doch nicht sein. Und so ist es hier auch. Und ganz zum Schluss, so auf den letzten 50 Seiten oder so. Da hört das dann erst auf mit den Aufrufen und wir kommen zum Finale. Und zum Finale muss ich sagen, wir kennen Chevy Stevens ja von Still Missing. Da wissen wir, wenn jemand erschossen wird oder wenn jemand erstochen wird oder wenn jemand erschlagen wird, dann ist er tot. Nicht so wie in anderen Psychothrillern, dass er nochmal fünfmal aufsteht und erst wenn er enthauptet und erstochen und verbrannt worden ist, ist er wirklich tot, sondern wenn man hier erschossen wird, ist man tot. Also ein ziemlich realistisches Ende. Du wirst erschossen und bums, bist tot. So ist es ja hier bei ihr. Das heißt, das Finale ist sehr kurz gehalten. Ich glaube, es geht über 4, 5 Seiten im Gegensatz zu anderen Thrillern, wo wir über 20 Seiten das Finale haben, wo dann noch ewig lange diskutiert wird über das Motiv und ich immer denke, oh, hätte man das nicht ein bisschen kürzer fassen können? Hier ist es für mich ein perfektes Ende. Kurz, knapp, zack, duff. So. Und dann denkt man sich aber ich habe doch hier noch 35 Seiten. Was kommt denn jetzt noch? Und dann kommt bei Chevy Stevens ja dieser kleine Turnaround Point, wo man dann noch mal so ein Aha-Erlebnis hat. Das fand ich gut. Hätte nicht die letzten 35 Seiten hätten nicht unbedingt sein müssen, wäre ich auch gut ohne zurechtgekommen. War aber auch in Ordnung. War dann noch mal so eine kleine Überraschung zum Ende hin. War okay. Vor allem, weil ich damit sowieso ab der Mitte des Buchs hatte ich mal so einen kurzen Anflug von Ding. Und dann war es aber auch wieder weg. Und als dann das Ende kam, dann war es so, ah ja, siehst du, da war's. So in etwa.
Klasse. Klasse, klasse, klasse Buch. Ich lese euch jetzt hinten vor, was draufsteht. Und ihr seht ja, dass ich da ein Lesezeichen drin habe. Das heißt, ich lese euch auch noch was vor. Also erstmal, was hier hinten draufsteht. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was ich über das Buch sagen wollte. Nein, habe ich noch gar nicht. Ha, da war doch noch eine Sache. Eine Sache gibt's, die ich irgendwie doof fand. Aber ohne diese Sache wäre das Buch wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Und zwar die Hauptprotagonistin Sarah. Also es gibt ja dieses Polizeiteam Billy und Sandy, die um den Fall sich kümmern, die da ermitteln. Und Sandy hasst Sarah. Und glaubt mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so viel zu Sarah sagen möchte, aber ich kann Sandy nachvollziehen, ich kann sie verstehen. Ich verstehe, warum sie ein bisschen Antisympathie dort empfindet, denn Sarah ist sehr panisch, hyperventiliert schnell, reagiert völlig übertrieben, ist launisch, zickig, bockig, grantig, dumm. Aber wenn sie es nicht wäre, wenn sie so tough wäre wie die Frau aus The Missing, wäre das Buch wahrscheinlich nicht so spannend, weil man lässt sich durch diese Angstattacken und diese Panik und diese Hysterie, die Sarah hat und ausstrahlt und die auch in dem Buch so rüberkommt, lässt man sich natürlich anstecken und man denkt so, ja, ja, du hast ja recht, oh mein Gott, ja. Und andererseits denke ich, nee, also man kann es auch ein bisschen übertreiben. Aber ich denke, das Buch wäre nicht so gut gewesen, wenn Sarah einen nicht mit dieser absoluten Hysterie und dieser Panik und dieser Angst und diesem, die hat überhaupt gar kein Selbstwertgefühl. Und wenn, die muss so sein, sonst wäre das Buch wahrscheinlich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihre Tochter nervt ja auch, aber das mit den Kindern, das Thema hatten wir ja bei Facebook, wa? Ihre 6-jährige Tochter ist ja wohl ein Albtraum, also sowas, Du wolltest mit mir Kekse backen, du hast es mir versprochen. Entschuldigung, ich kann gerade nicht, ich werde von dem Serienmörder verfolgt. Du hast es mir aber versprochen. Du kommst ins Heim, ich schwöre, gehst ab ins Heim, hätte ich gesagt, geh, geh, geh. So, also, so viel zu dem Hauptcharakter. Eine sehr hysterische, schnell aufgedrehte Frau. Könnte nervig wirken. Lest weiter, weil es muss so, weil sonst wäre das Buch, glaube ich, nicht so spannend. So, ich lese jetzt hinten vor. In mir fließt das Blut eines Mörders. Ich habe Angst vor ihm und vor mir. Also dieses und vor mir ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Seine Eltern kann sich niemand aussuchen. Aber was, wenn dein Vater ein gesuchter Serienkiller ist? Mein Nachbar. Morgen. Hier hört man ja jeden Pups in dem Haus. Atemlos, verstörend und tief innen heraus. Der neue abgründige Thriller von Bestseller-Autorin Chevy Stevens. Machen Sie sich auf eine Höllenfahrt gefasst. Sie werden bei jedem Twist den Atem anhalten. Stimmt, unterschreibe ich. Chevy Stevens' verstörender Thriller über die Suche einer Frau nach ihrer Herkunft ist genauso intensiv und beeindruckend wie ihr Debüt Still Missing, kein Entkommen. Maxine, ich muss mal meine Beine ausstrecken. Kannst du dich bitte woanders hinlegen? Ach, ja. Und nun lese ich euch einen kleinen Teil vor aus dem Buch, und zwar eines der ersten Telefonate, die sie von ihrem Vater erreichen. In dieser Szene befindet sie sich in der Küche mit den beiden Polizisten Billy und Sandy zusammen und ja, ich lese euch was vor von Seite 129. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Gerade als ich auf die Edelstahlkanne hinter ihnen auf der Arbeitsplatte zeigte, klingelte das Handy erneut. Sie wirbelten herum. Denken Sie daran, Sie schaffen das! Billys Stimme war leise und fest und voll Überzeugung. Jetzt nehmen Sie das Telefon! Ich holte tief Luft und nahm den Anruf meines Vaters an. Hallo? Hi, Sarah. Wie geht es dir? Er klang aufgeregt, eifrig. Warum rufen Sie mich an? Ich begann am ganzen Körper zu zittern und setzte mich an den Küchentisch. Sandy und Billy setzten sich vorsichtig auf die Stühle vor mir. Weil ich dein Dad bin. Ich habe einen Dad. Er schwieg. Sandy ballte die Hände auf dem Tisch zur Faust, als koste es sie ihre ganze Kraft, mir nicht das Telefon aus der Hand zu reißen. »Du kannst mich ja erst einmal John nennen.« Ich sagte nichts. Er sagte, »Hast du mein Geschenk erhalten?« »Ja. Woher haben Sie diese Nummer?« »Aus dem Internet.«
Natürlich. Mein Geschäft war auf einer Webseite aufgelistet. Darüber hatte er mich vermutlich überhaupt erst gefunden. Ich dachte an Evans Warnung. Bist du sicher, dass du deine Handynummer da angeben willst? Aber dazu war es jetzt zu spät. Gefallen dir die Ohrringe? Wo haben sie die her? Ich wusste, dass ich wütend klang, aber ich konnte nicht verhindern, dass meine Gefühle sich in meiner Stimme widerspiegelten. Ich warf Billy einen Blick zu und er formte mit den Lippen: Machen Sie weiter. Ein Moment mal. So. Sandy schaute ich nicht an. John sagte: Karen hat sie mir geschenkt. Ich schloss die Augen gegen das Bild, das seine Worte hervorriefen. Er sagte noch etwas, aber das ging in dem Dröhnen eines vorbeifahrenden Fahrzeugs unter. Er sagte: Tut mir leid wegen dem Krach im Hintergrund, ich sitze in einem Truck. Wo sind Sie? Er schwieg einen Moment. Dann sagte er: So läuft das nicht, Sarah. Ich weiß, dass du wahrscheinlich die Bullen gerufen hast und dass dein Festnetz abgehört wird, aber ich werde nichts preisgeben, das ihnen weiterhelfen könnte. Selbst wenn sie diesen Anruf zurückverfolgen. Ich kenne das Landesinnere wie meine Westentasche. Sie werden mich niemals finden. Ich starrte die beiden Polizisten an, die bei mir am Tisch saßen. Wusste er tatsächlich, dass ich sie angerufen hatte, oder blöffte er nur? Mein Puls pochte laut in meinen Ohren. Ich musste rasch antworten. Ich habe niemanden davon erzählt. Ich dachte, es sei nur ein blöder Streich. Er schwieg kurz. Dann sagte er: Vermutlich hast du ein paar solcher Anrufe bekommen. Deine Familie muss ziemlich aus dem Häuschen sein. Hast du den Zeitungen deswegen erzählt, Karen Christensen sei nicht deine richtige Mutter? Mein Magen verkrampfte sich angesichts seines vertraulichen Tonfalls, der beiläufigen Art und Weise, wie er meine Familie erwähnte. Dann begriff ich, dass ich einen Ausweg entdeckt hatte. Sie ist nicht meine Mutter. Es ist nur ein Gerücht, das irgendjemand in die Welt gesetzt hat. Ich habe ihnen gesagt, ich habe dein Foto bei Facebook gesehen. Du bist meine Tochter. Mein Foto auf Facebook. Wie viele andere hatte er gesehen? Wusste er von Ellie? Meine Gedanken überschlugen sich, als ich versuchte, mich zu erinnern, was ich im Profil angegeben hatte. Er sagte: Und ich habe Julias Fotos in der Zeitung gesehen. Ich weiß, dass sie Karen Christensen ist. Sie hat mich am Kopf erwischt. Im letzten Satz schwang eine Art widerwilliger Respekt mit. Geht es Ihnen darum? Versuchen Sie, sie zu finden? Ich habe kein Interesse mehr an ihr. Was wollen Sie dann? Ich muss mit dir sprechen. Wann immer ich den Drang dazu verspüre, es ist die einzige Möglichkeit, wie ich vielleicht aufhören kann. Was? Womit aufhören? Menschen etwas anzutun. Ich schnappte nach Luft, während meine Gedanken auseinanderstoben. Er sagte: Ich muss jetzt Schluss machen. Nächstes Mal reden wir weiter. Nimm dein Telefon immer mit. Ich kann nicht immer rangehen, wenn sie... Du musst! Aber manchmal kann ich nicht. Manchmal bin ich beschäftigt und wenn du nicht rangehst, muss ich etwas anderes machen. Was meinen Sie damit? Ich muss jemanden finden. Nein. Nein, tun Sie das nicht. Ich werde das Telefon immer eingeschaltet lassen. Ich bin kein schlechter Mensch, Sarah. Du wirst schon sehen. Er legte auf. Ja, wie gesagt, das war einer der ersten Anrufe von dem Capeside-Killer zu Hause bei seiner Tochter. Maxi macht hier Randale. Lasst euch nicht stören. Ich fand dieses Buch eine Wucht, einsame Spitze. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Eine Videorezension über ein Buch, 23 Minuten, ist Irrsinn. Früher habe ich sowas in 10 Minuten geschafft. Bei dem Buch allerdings nicht. Da hätte ich wahrscheinlich dreimal 10 Minuten gebraucht. Bitte, bitte, bitte vertraut mir. Auch wenn ihr Still Missing mies fandet. Bitte, bitte, Never Knowing passt euch bestimmt viel besser. Und auch, liebe Sarah, du musst jetzt nicht... Ich muss so an dich denken, was diese beiden Bücher angeht. Du musst nicht Still Missing nochmal lesen und dich da durchkämpfen, wenn es für dich doof war. Aber bitte, gib Never Knowing von Chevy Stevens eine Chance, denn dieses Buch ist wirklich anders und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du es gut findest. Ob du genauso euphorisch sein wirst wie ich, das weiß ich nicht, aber es wird dir auf jeden Fall gefallen, da bin ich mir sicher. Ja, und ich habe ja gestern einen Lesesonntag gehabt, deswegen war ich auch nicht online. Ich habe das Buch zu Ende gelesen und habe dann ein neues Buch gleich begonnen. Und zwar ganz neu gekauft, frisch aus dem Karton, aus dem Buchladen, weil es noch gar nicht ausgepackt war.
Ein Moment fürs Leben von Cecilia Ahern. Ich bin auf Seite 182. Ein paar kurze Wörter zu dem Buch. Ruhig, ein sehr ruhiges Buch im Gegensatz zu Never Knowing. Ein sehr ruhiges Buch, sehr charmant und sehr humorvoll. Ich habe schon sehr viel gelacht und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, einerseits würde ich mein Leben auch mal gerne treffen. Andererseits denke ich, lieber nicht. Weil ich glaube, ein Tag mit meinem Leben auf der Straße und ich dürfte am nächsten Tag nicht mehr rausgehen. Ein wirklich sehr charmantes, wunderschönes Buch bis jetzt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal viel Spaß mit Never Knowing von Chevy Stevens, denn ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass ihr noch irgendwas anderes lesen wollt. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Ah, eine Sache noch zu dem Buch von Chevy Stevens. Wer hier knietief Blut sucht, ist hier falsch. Es gibt hier höchstens am Ende mal so eine Art Kneipenschlägerei, also mal Nasenbluten und hier eine Platzwunde. Mehr gibt es hier nicht in dem Buch. Ich wünsche euch trotz allem einen schönen Start in die Woche und viel Spaß mit Chevy Stevens. Schreibt mir bitte, habt ihr Still Missing gelesen? Wie fandet ihr Still Missing? Werdet ihr Chevy Stevens' Never Knowing, das zweite Buch von ihr, lesen? Oder nicht? Was haltet ihr davon, dass die beiden Cover so identisch aussehen? Da kommt man doch echt auf die Idee, dass das eine Fortsetzung vom anderen sein könnte. Finde ich schlecht gewählt vom Fischer Verlag, aber ihr habt ja mich. Ich habe euch jetzt eines Besseren belehrt. Never Knowing ist was ganz anderes und auch ganz anders spannend und ich finde es viel besser als Still Missing. Hätte ich nicht gedacht. Mir hat auch heute Morgen bei Twitter eine geschrieben oder bei Facebook. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Buch spannender ist als Still Missing. Und ich habe zurückgeschrieben, da kannst du, also ich, am liebsten hätte ich geschrieben, kannst du einen Arsch drauf verwetten, dass das Buch spannender ist. Und es ist wirklich spannender. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ah, nee, halt, stopp, nicht abschalten. Wartet. Ich habe den Love Letter angeschrieben und habe den Love Letter gefragt, ob ich monatlich, wenn die neue Ausgabe rauskommt, ein kleines Video über den Love Letter machen kann, in dem ich nicht die Artikel vorlese, sondern euch nur vorstelle, was ihr in der neuesten Ausgabe findet, weil ihr ja Interesse geäußert habt. Die Oktoberausgabe werde ich euch jetzt nicht mehr vorstellen, denn das ist jetzt schon fast vorbei. Nächste Woche gibt es nämlich schon die Novemberausgabe. Der Love Letter war sehr angetan von meiner Idee und ich darf es weitermachen. Also ich darf es machen und ich mache das dann ab November. Ich habe aber wirklich für ein Jahr die 30 Euro als Abonnent bezahlt. Ich kriege den Love Letter dann nicht kostenlos. Das stört mich aber auch nicht, weil 30 Euro im Jahr machen mich jetzt nicht ärmer, als ich schon bin. Und ja, also ab November dann monatlich einen kleinen Beitrag zu dem aktuellen Love Letter Magazin. Freue ich mich drauf. Jetzt bin ich raus hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.